Herzlich willkommen zum Metze Power Cup. Mit dabei ist St. Gallen. Jetzt habe ich kurz überlegen müssen, was SG heißt. Mit dabei ist Lotte, mit dabei ist Ending, mit dabei ist Fangamer und Fangamer als Spieler. Ja, jetzt darf er im Cup ran. Oh. Ja, Favoritenrolle schwer zu sagen. Es ist dritte Ligamannschaft sein Gang gegen zweite Liga. Aber ich hätte dann liegt doch ein bisschen die Favoriten mehr bei Lotte. Oh, Scheiße. Lotte. Nein! Oh. Jetzt Oder noch was mehr denkst du? vielleicht, das müsste eigentlich rot sein. Ah, rot glaube ich gibt er nicht. Ja. Das war von hinten gefault. Das war seitlich. Okay, seitlich Wenn hinten. man so. So, aber der hat den Bogen reingemacht. Ja, stimmt. Sonst wäre es von hinten gewesen. Stojanovic! Nein, Trimic, Entschuldigung, nicht Stojanovic. Stojanovic ist ja cool. Ja, Trimic! Ein Trifft! Itch trifft. Ja, dann der erste Pokaltreffer. Ja, man muss aber sagen, für Lotte begann der Ligastart auch sehr holprig. Ja, das stimmt. Wo spielen wir nochmal? In der Schweiz, in St. Gallen. Okay, in der schönen Schweiz. Oh, schön. Oh, schön. Oh. Lüchinger. Ja. Oh. Sehr schön, ja, St. Gallen also bis jetzt im Abwehrkampf. Ja, und Lotte wird der Favoritenrolle derzeit noch gerecht. Czernek, einer der Österreicher hier bei St. Gallen. Ich glaube, beim WRC gespielt früher. Schade, dass du nicht schneller warst. Oh, der nimmt sich noch an. Mit dem Oh. habe ich nicht gerechnet. Aber trotzdem gute Chance. Reimering. Aber er war natürlich dann Full House. Ja. Vier St. Gallen Spieler. Besser gesagt drei und ein Torwart. Oder? Ja. Ups. Hat er gut gemacht.
Oh. Ja, das zweite Tor wäre wichtig in der Phase. Puh. Oh. Adios. Adios, Angallius. Der Ball geht drüber und kommt nie wieder. Auf Nimmer Wiedersehen. Hossa! So, das war eine Gesangseinlage von uns. Oh shit. Und ein Schuss von Gang. Ja, die vorne, die Defensive, da war ich noch nicht so von der Lotte. Oh, schön aufgelegt. Trimic. Ja, man arbeitet hier mit sehr viel Glück. Oh, schade. Oh. Gut mitgespielt von Kuli. Boah, zweite Mal schon in der Partie. Zweite Mal schon in der Partie von der Linie Graz. Ja, 1 zu 0 ist nicht viel. Man darf auch nicht vergessen, dass 1 zu 0 ist auch aus einem Elfmeter gefallen. So, einen Wechsel gibt es. Oh. Ja, zu viel spielen darf man sich dann natürlich auch nicht, Boyoko. Jetzt hat der Goalie irgendwie nicht weggeschossen. So, was macht der Spieler da drinnen im Tor? Ja, ich habe eigentlich was ausprobiert, was nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Schade, dass du nicht mehr berührt hast. Du meinst du meinen Spieler? Na, ist eine Abwehrschlacht von St. Gallen. Ah, schau. Oh. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Oh, Goli. Gute Flanke.
Alles geplant. Wir machen das immer so im Training. Das ist der St. Gallener Flanken. Wir haben sogar Patent angemeldet auf das. Oh, machst du Spaß? Ja, aber es ist nicht mehr so ein Kampf jetzt in der Abwehr. Oh, okay. Schon mit Stange. Na gut, jetzt kommt es in den achten Wechsel. Aber nicht von der Seite, sondern von außen aus eigentlich. Ah, man geht noch, ja. Da ist der neue Tafer. Oh mein Gott! Oh mein das Gott! Das gibt's nicht! Ah, oh, schön gemacht von ihm. Ja, der war richtig. Nein! Da verstehe ich manchmal nicht, warum du den nicht direkt machst. Du stehst schon vorm Tor, 7 Meter und. Ich denke mal, das ist zu eng schon. Aber dann hätte ich den daneben hingespielt und nicht den da irgendwo ganz weit drüben. Ja, das stimmt. Zweimal überlegt, dann sind die auch schon gedacht. Zweimal. Bei meinen Kindern einmal eben. Aber selbst sollte es eng werden, dann prallt er ab zum Beispiel oder Eckball, das sind so 50-50 Chancen. Stimmt. Und im blödesten Fall entsteht ein Konter, aber so, wenn man ihn abfängt, dann entsteht sicher ein Konter. Boah, der war schön. Oh. Aus der Drehung. Trimmins mit einem Doppelpack. Schaut mit der Vorlage, glaube ich. Glaub nicht. Die haben die Seiten gewechselt wieder. Aha. Außer das passiert erst nach dem Wechsel. Nummer 9. Mal schauen, wer die Nummer 9 hat. Österhellweg. Österhellweg. Oh, abgefälscht im Uhrzeigersinn. Ja, warum nicht? Na gut, dann schieß mal da mal selber. Oh. Ja, was siehst du wieder? Daraus ein Eckball und wieder eine gefährliche Situation. Ja, 10 Minuten. St. Gallen sieht nicht so gut aus. Offensiv geht kaum was. Oh. Ball für den Kameramann. Boah, knapp aber doch. Der Mann, der das T nicht mehr wollte im Namen. Eine mit der Hitten natürlich, meint er. Genau das haben eine in die Hitten und außen mit den Lippen. Das ist ein cooler Name. Nein, es wird nicht besser. Ja, jetzt doch noch 5 Minuten, die sehr spannend werden könnten.
Und nochmal, sowas darf man sich nicht erlauben jetzt. Und klar ist, die haben jetzt alles noch vor. St. Gallen. Aber jetzt mal schauen. Aber ich muss sagen, sehr spektakuläre Pendlertore von uns beiden. Der wundert mich echt, dass ich den Kampf losgekriegt habe. Ups, eine auf die Fresse. Ja, auf jeden Fall schöne Tore, die hier gesehen worden sind oder die wir hier gesehen haben. Ja, Schaubstor ist sehr schön, also zählt zu den einer der besten jetzt, die wir hatten. Na gut, deins war ja auch nicht schlecht. Na, der war einfach draufgekommen, aber der aus der Drehung, Stange, Stange. Ja, ich glaube, 10 Tore vom Cup auch zum Tor der Saison, ja, das ist die Frage. So, Trimic voll aufgegangen bei Lotte jetzt. Na gut, damit sehen wir gleich die Wiederholung. Außer ich drücke jetzt noch auf Start. Alter. Außer du drückst nochmal auf Start. Ich habe jetzt nicht gedrückt. Okay. Okay. Na gut, dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.